Hallo, liebe Deutschlernende. Heute habe ich eine Geschichte für euch. Es war einmal ein Indianer. Und dieser Indianer hat Hundewettkämpfe veranstaltet. Ja, eine schreckliche Praxis, wenn ihr mich fragt, aber hört euch die Geschichte an, denn es ist eigentlich eine Metapher. Vergessen wir also erstmal die Ethik von Hundekämpfen. Aber dieser Indianer hat Hundekämpfe veranstaltet. Das heißt, er hat immer zwei Hunde gegeneinander antreten lassen. Ja, die beiden Hunde haben gegeneinander gekämpft. Ja, so ein Hund wie den Hund, den ihr gerade gehört habt. Hier ist ein Hund, der bellt. Die anderen Indianer konnten wetten, welcher Hund gewinnen soll. Ja, oder welcher Hund gewinnt. Das heißt, die anderen Indianer haben entweder gesagt, ja, Hund A gewinnt oder Hund B gewinnt. Ja, und wenn sie gewonnen haben, dann haben sie Geld bekommen. Ja? Und der Indianer, der die Hundewettkämpfe veranstaltet hat, der hat auch mitgewettet. Ja? Und dieser Indianer hat immer gewonnen. Mal hat Hund A gewonnen, mal hat Hund B gewonnen. Aber der Indianer hat immer auf den richtigen Hund gesetzt. Ja? Wenn Hund A gewonnen hat, hat der Indianer auf Hund A gesetzt. Und wenn Hund B gewonnen hat, dann hat der Indianer auch auf Hund B gesetzt. Ja? Es ist so, als könnte er vorausschauen in die Zukunft, welcher Hund gewinnen wird. Und jemand hat ihn mal gefragt, woher er wusste, welcher Hund gewinnen wird. Und seine Antwort war: der Hund, den ich gefüttert habe. Der Hund, den ich fütter, der gewinnt. Denn dieser Indianer hatte immer nur einen Hund gefüttert und den anderen hat er hungern lassen. Und dann ist natürlich klar, dass immer der gesunde und starke Hund gewonnen hat. Ja? Und vielleicht habt ihr diese Geschichte schon einmal gehört. Ich denke, es ist eine sehr interessante Geschichte, ist eine sehr interessante Metapher. Ja? Denn so ist es auch bei uns im Leben. Was entscheidet, wie es mir geht? Woher weiß ich, dass es, oder was muss ich tun, damit es mir gut geht oder damit es mir schlecht geht? Ja? Beziehungsweise was entscheidet, ob es mir gut geht oder schlecht geht. Nun, der Hund, den ich fütter, ja, oder in einer anderen Geschichte sagt man der Wolf, den ich fütter. Ja, welcher Wolf gewinnt? Der Wolf, den ich fütter. Und es ist so, als habe ich zwei Engel auf meiner Schulter oder Wölfe auf meiner Schulter. Und wenn ich das tue, was förderlich für mich ist, wenn ich das tue, was gut ist für mich, dann geht es mir besser. Und wenn ich das tue, was nicht so gut für mich ist, dann geht es mir schlechter. Immer der Wolf, den ich fütter. Ja? Ich hoffe, dies war hilfreich für euch. Ich hoffe, es war eine interessante Geschichte. Ich habe versucht, die Geschichte möglichst langsam zu erzählen,
damit ihr die Geschichte auch verstehen könnt. Und die Herausforderung heute war, es mal versuchen, ohne Untertitel zu probieren. Ja, manche von euch haben geschrieben, dass sie Untertitel unbedingt brauchen. Manche haben geschrieben, dass sie Untertitel nicht ganz unbedingt brauchen. Und mit dieser Geschichte wollte ich euch heute einmal auf die Probe stellen. Wenn du das meiste geschafft hast, wenn du das meiste verstanden hast, dann super, alle Achtung. Und wenn nicht, dann schau dir dieses Video nochmal an und ich bin mir sicher, du verstehst viel mehr beim zweiten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis morgen. Tschüss.